Seid gegrüßt und willkommen zum vorletzten Fanpost-Video dieses Jahr, beziehungsweise gibt es ein Weihnachtsspecial. Und wie ich schon sagte, wird dann alles gesammelt. Also hier sind schon einige Pakete, hier und dort auch. Und das wird dann alles in einem fetten Video ausgepackt, was anderthalb bis zwei Stunden durchaus lang sein wird. Aber vorher gab es noch hier ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Hier gibt es an dieser Stelle einen mageren Mindest-Shoutout, die Drecksau, die Adlerson Shop-Seite auf Instagram führt. Dieser gute Mann hat mir das sozusagen geschenkt mit seinem blonden Lustknaben zusammen. Und dann noch diese, ich nenne das mal Chor-Paket, wie auch immer. Ja, das steht ja schon seit fast zwei Wochen rum. Ich bin ja mal gespannt, was uns darin erwartet. Jedenfalls geht es jetzt hier los. Wird ganz oldschool aufgenommen mit dem Camcorder, der mal in der Fanpost war. Ja, schön, oder? Und ich versuche eigentlich jedes Mal die Perspektive zu wechseln bei diesen Videos. Deswegen, die Abwechslung, das geht auch so. Gut, da können wir uns das Messer ja hier sparen. Freut mich, euch alle wieder hier zu sehen. Ich habe relativ lange keine Fanpost ausgepackt. Jedenfalls kommt mir jetzt irgendwie so vor. Ach, der Barkeeper kommt morgen wieder, also Mittwoch. Das Video kommt ja heute noch online, also Dienstagabend. Bin ich gespannt. Oh, die Sau hat schon Eigenwerbung gemacht. Adlers ein Job, ja, wie schon erwähnt. So, oh nee, das war andere Verpackungsmaterial. Diese Drecksau, der weiß genau, dass ich das hasse. Hallo Max, wie wir mitbekommen haben, machst du alles für Geld. Daher möchten wir gerne mit dir ein Spiel spielen. Oh. Also hat man schon gesagt, das wird sehr interessant. Stopp, bevor du jetzt weiterliest, entfernst du den ganzen weißen Rotz, ohne den Karton auszuschütten. Super, weiter geht's. Okay, also muss ich jetzt den ganzen weißen Rotz entfernen. Dabei könnt ihr mir jetzt zuschauen. Ach hier, das ist ein privater Kanal, da könnt ihr ihm gerne mal ein paar Bilder eures steif gewichsten Pimmels schicken. So. Achso, ja, das ist der blonde Lustknabe, den ich schon angesprochen habe. Oha, es gibt sogar Handschuhe dafür. Das ist jetzt wirklich sehr komisch. Das ist ja so richtig schön. So richtig oldschool. So mit einem Camcorder aufgenommen, schön hingelegt, das Ding einfach weitergemacht. Okay, muss aber immer wieder sein. Also mit Handschuhen. Ja, das ist nie gesund. Sind sehr eng. So wie ich den kenne, hat er seinen Pimmel schon vorher in diesen Handschuhen gehabt, aber damit habe ich ehrlich gesagt kein Problem. Die sind viel zu klein übrigens, wie man sieht. Das sieht aus wie Schwimmhäute, Alter. So anstrengend, die Hände auszubreiten. Na, fick dich. So, ich soll das Ganze jetzt hier entfernen, ohne das Ding auszukippen. Ich verstehe. Dann geht anscheinend das Spiel kaputt. Ich weiß es jetzt nicht genau. Meine Güte, das war sehr gut gepolstert. Ich frage mich nur warum. Er hatte doch nie vor, das zu verschicken. Er hat es mir persönlich überreicht. Warum muss man das dann so polstern? Ach nee, ich krieg mir jetzt gar nicht. Er sitzt jetzt hier wichsend vor seiner scheiß Glotze, wo jetzt das Video abgespielt wird. Und. Ach nee. So. Wenn ich das dann zum Müll bringe, fliegt mir das alles hier raus durch den Wind. Ah, ich fülle das dann einfach nachher wieder in die Kiste ein. Ja, das ist ein guter Einfall. Es wird einfach nicht weniger. Das ist mein Müllbeutel voll. Oh! Irgendwie habe ich das Gefühl, mir wird das dann alles umfallen und die ganze Bude ist voll mit dem Mist. Das ist doch zum Kotzen hier. Aber so wie ich gezwungen werde, diesen Mist hier auszuräumen, zwinge ich euch auch, mir dabei zuzuschauen. Das Problem ist, ihr könnt leider überspringen. Das kotzt mich an, aber ehrenwerte Gestalten, die schauen sich natürlich den gesamten Prozess an, wie ich das hier. Oh, mein Rücken. Wie ich das hier raus befördere. So. Es wird einfach nie weniger. Doch jetzt. Ja, wir stoßen auf. Oh, mein Rücken. Warum tut mein Rücken so weh, Alter? Ich bin alt. Wir stoßen langsam auf andere Materie. Oh nee. Ist der Eimer auch voll? Ich will mal gucken, ob ich schon einen Eimer hab. Moment, Alter. Oh. Diese Scheiße hier. Mann, das nee. Gut, der nächste Eimer.
So. Ich sehe schon, unter dieser ersten dicken Schicht hier verbirgt sich eine Menge Leergut. Und wartet mal. Das ist eine Fotze. Das sind Dosen aus Tschechien. Ey, nee. Alter, ich raste gleich komplett aus. Nee, warte mal. Wartet mal. Wisst ihr was? Mir schwillt der Kamm. Moment. So. Das reicht ja nicht mal. Der Eimer ist ja auch schon wieder voll. Ich brauche sogar noch mehr. Es gibt wirklich nicht viel auf dieser Welt, was mich so wütend macht wie das hier gerade. Und dann ist das ja nicht mal Pfand. Okay. Nee, wirklich, ihr wisst ja jetzt, wer mir das geschickt hat. Lasst ihm auf seinem privaten Account ein paar Nachrichten da, dass ich ihn hasse. Schickt ihm wirklich eure Pimmel, verdammt nochmal, das hat er verdient, okay, so. Oh, mein Rücken, Alter, oh. Oh, hab ich denn solche Rückenschmerzen? Gut. Okay. Geht weiter, also. Ich habe das jetzt ausgeräumt und hier sind die Dosen. Super, weiter geht's. Du hast dich zu früh gefreut, schau dir die Dosen genau an und du weißt, was wir meinen. In einer Dose findest du Geld. Als kleine Hilfe haben wir dir an die Seite kleine Klebchen geklebt. Überall, wo eine Niete draufsteht, befindet sich kein Geld. Findest du die richtige Dose, solltest du sie schnellstmöglich öffnen, bevor deine Zeit abgelaufen ist. Wir hoffen, du schneidest dich beim Öffnen der richtigen Dose. Viel Erfolg, deine Zeit läuft. Alter, was ist das? Moment mal, ich habe das nicht ganz verstanden. Also, es haben wir an die Seite kleine Klebchen gegeben, über wo eine Niete draufsteht, befindet sich kein Geld. Findest du eine richtige Hose, sonst ist schnell. Hä? Wie jetzt Niete? Achso, hier steht ja wirklich Niete. Oh, Alter! Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich muss mal kurz. Ich habe gar nichts. Doch, ich habe den Eimer hier. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit, die ich überhaupt habe hier. Zum Glück habe ich einen riesen Mülleimer. Au! Ah! Ah! Au! Au! Ah! Ein Daumen, Alter. Verfickte Kacke. Deswegen auch die Handschuhe anscheinend. Hier habe ich jetzt die ganzen Dosen rein, die Nieten sind. Boah, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich habe mir nichts darunter vorstellen können. Was steht denn hier? Niete. Das kann man ja kaum lesen. Also, ach so, die haben das jetzt so gewollt, dass ich das jedes Mal abziehe und dann, dass da Niete steht. Ah, ich verstehe. Oh, nee. Niete, aber man kann es auch durchsehen. Da muss ich zum Glück jedes Mal abziehen. Niete. Oh, Junge. Niete. Nie erkennen, aber ich glaube, da steht Niete. Ey, diese Handschuhe, nee, fick dich! Die sind Kids. Au! Oh! Junge, der Deckel hat mir übelst meinen Daumen gequetscht. Aber. Okay. Wartet mal. Das ist doch. Nee, das ist doch die scheiß. Oh, Geburtstagsgeschenk, das ist doch nicht wahr. Nee, hier steht auch Niete. Oh, Alter. Das ist. Ich kann ja auch keine auslassen, falls es jetzt die ist. Niete. Jetzt gegen das richtige Licht hält, sieht man es. Oh nee! Zum Glück relativ leicht. Niete. Mir steht nicht mal die Aufnahmezeit bis zum Camcorder, aber ich denke, es geht schon eine Weile. Die Leute zereiern sich bestimmt hier im Stream, ich weiß es nicht. Ich will jetzt einfach nur wissen, dass hier Phase ist. Niete.
Alter, die müssen doch hier eine Stunde gesessen haben oder länger an diesem Zeug. Die haben ja wirklich für jede Dose so einen Zettel gemacht und das draufgeklebt. Und das Zeug auch noch ausgesoffen, Alter. Vor allem so viel Fanta. Niede. Das ist auf jeden Fall die aufwendigste Fanpost, die ich jemals bekommen habe. Also, oder? Na gut, es gab schon einige, wo Leute zum Beispiel Sachen gemalt haben, die auch hier zum Beispiel an der Wand hängen oder ähnliches. Aber das hier ist halt wirklich, wirklich krank. Mann, Alter. Der Kack wenigstens Pfand hätte. Niete. Niete. Aber was steht denn eigentlich? Findest du die richtige Dose? Ja, was steht denn auf der richtigen Dose? Das ist halt die Frage. Aber ich sehe es ja, wenn was anderes drauf steht. Niete. Ich arbeite jetzt mal hier unten weiter, weil ich mal vermute, dass sie diese richtige Dose unten platziert haben, damit ich erstmal alles oben absuche. Macht Sinn, oder? Also, ja. Niete. Das kann ich nie lesen. Niete. Ruhe. Hier steht auch Niete. Oh. Niete. Ja. Also in meinem Kopf geht es jetzt gerade so rum, gibt es überhaupt eine Dose, wo nicht Niete steht? Ist halt jetzt die Frage aller Fragen. Weil, falls es keine gibt, dann haben die mich richtig gefickt. Mann, das ist doch absolute Scheiße hier. Niete. Hey, ich muss jetzt Musik anmachen, das kotzt mich einfach nur an. Das macht mich unfassbar wütend. Warte mal. Ich habe leider keine mageren Mindestrechte. Irgendwas von Moschdreck, Alter. Oh, fick doch Mist, ey. Das macht mich gerade richtig matt. Das ist wirklich die abgefuckteste Fanpost, die ich jemals... Hier, die Fische müssen mit. Dora, was passiert mit meinen Fischen? Welche Fische im Teich? Nein, die oben in meinem Fall. Nein, die Fische, die müssen noch mit. Meine Fische darf ich nicht rein. Ich habe das wieder oben. Das wollen Sie mich alles weg. Kotzt mich an, Alter. Ja. Treffer. Hier steht Treffer. Es gibt nur eine richtige Dose. Ja, das ist sie. Das ist sie. Das ist wirklich die richtige Dose. Okay. Also, ich habe sie gefunden. Ich zeige euch nochmal den Aufkleber. Hier steht Treffer. Und jetzt bin ich echt gespannt, was hier drin ist.
Klopapier. Und hier ist ein Zettel. Glückwunsch, Max. Vor lauter Geldgeilheit ist dir gar nicht aufgefallen, dass der Karton einen zweiten Boden hat. Öffne den Boden und schau, was wir für dich hinterlassen haben. Na dann werde ich das jetzt mal tun. Sofort. Verfickte Scheiße. Zweiten Boden, Alter. Ey, das ist echt. Das ist echt zum Kotzen hier. Ich fick meinen eigenen Hals, Alter. Na dann. Irgendwie sogar der Eimer ist voll. Die haben mich richtig gefickt. Die haben mich richtig gefickt. So. Moment, ich brauche da nicht mehr ausräumen. So. Bin jetzt echt gespannt, was unter dem zweiten Boden ist. Soll ich das aufmachen? Ja, Moment. Schon ein bisschen rammeln mit dem Messer. So. Das hat geklappt. Jetzt wird es echt spannend. Ein weiterer Zettel. Dachtest du ernsthaft, das Spiel ist vorbei? Die Dose mit dem schwarzen Kreis am Boden ist die richtige. Ja. Okay. Ich hab's verstanden. Ich hätte es erwarten sollen müssen. Keine Ahnung. Okay. Geht weiter. Es geht weiter. Was bringt die Scheiße, Alter? Alter. Ey, fickt euch. Lol. Vor allem Donnerstags macht Karin Schaffen. Er kommt heute nicht raus. Er hat ja über drei Probleme. Der Nächste hat auf sich in den Kielraum gemacht. Er ist bekloppt, aber betrunken war. Oh, mein Arm wird langsam taub, Alter. Fickt euch. Der Tunnel hat ihn nicht gemacht, der Bekloppte. Hä? Wo ist denn der schwarze Kreis? Oh, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Ist das der schwarze Kreis? Alter, das ist der schwarze Kreis! Ich dachte, der ist richtig groß und geht über den ganzen Boden. Das habe ich ja fast übersehen.
Alter. Fische im Teich. Okay. 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 Das wollen Sie mich alles wegnehmen. Das wollen Sie mich alles wegnehmen. So, ich sehe einen Zettel. Es ist herrlich zu sehen, was du alles für Geld machst, mein Sohn. Zieh das 8i-Panzertape ab und schau, was drunter klebt. Dem hau ich derartig eine rein, wenn ich den nächsten Mal sehe. Ach, deswegen hat sich das so abgelöst. Da ist was drunter, ich habe das vor uns extra nochmal dran geklebt. Oh. Aber ich habe da noch nie drunter geguckt. Also, das hat sich schon abgelöst hier. Hier ist ja wirklich was. Das habe ich gar nicht gesehen. Alter, ich. Jetzt nimmt das drauf. Ich kack mir ein, Alter. Ja, ich zeig's nochmal in den Stream, Alter. Ich hab's geschafft. Ich hab das Rätsel geknackt. Alter. Davon hole ich mir sowas von Schnaps. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay, also auf jeden Fall vielen Dank für dieses sehr außergewöhnliche, kreative und unterhaltsame Geburtstagsgeschenk. Ich weiß erstmal, Wellnessurlaub, das Paket mache ich in einem anderen Video auf, Alter.